Maßnahmen. Und wir kommen jetzt zu zwei besonderen Hauterkrankungen und fangen zunächst mal mit der Schuppenflechte der Psoriasis an. Hauterkrankungen gehören mittlerweile zu den Volkskrankheiten. In Behandlung sind fast 10 Millionen Bundesbürger und die Zahl nimmt ständig zu. Bei der Schuppenflechte ist zum Beispiel die Schutzfunktion der Haut stark gestört. Es kommt zu Entzündungen an den Gelenken, am Kopf, im Genitalbereich, am ganzen Körper. Verantwortlich dafür macht man eine bestimmte Gruppe hautbildender Zellen, Keratinozyten. Sie hinterlassen schmerzhafte, leicht blutende Entzündungen, oft verbunden mit weißlichem Schorf, der 16 mal dicker werden kann als die Haut. Eine zehnfach beschleunigte Zellteilung führt zu einer Verhornungsstörung. Charakteristisch dafür sind die Schuppenbildung und Entzündungsherde an der Oberfläche. Neben der konservativen Therapie mit Cremes und Salben werden hauptsächlich sanfte, schonende Behandlungen in Salzwasserbädern angewandt, deren Salzgehalt dem des Toten Meeres entspricht. Der Erfolg bei vielen Patienten gibt Anlass zu großen Hoffnungen. Neben der Balneotherapie benutzt man Licht, eine bestimmte UV-Strahlung, um der Haut Linderung zu verschaffen. Die Forschung konzentriert sich auf zwei Wege: neue Therapien auf genetischer Grundlage und die Analyse des Versagens der Immunabwehr. Dabei stehen die T-Killerzellen im Zentrum, die für die Hautveränderung verantwortlich sein sollen. Damit sind wir also schon bei komplizierten neuen Erkenntnissen. Wir bleiben aber erstmal beim Bekannten. Wer bekommt überhaupt Schuppenflechte oder Psoriasis, Herr Professor Abeck? Schuppenflechte kann jeder von uns bekommen, wobei das Risiko ansteigt, wenn Sie in Ihrer Familie Erkrankte an dieser Erkrankung haben. Muss man es so verstehen, dass wir auch hier eine ganz deutliche Vererbung haben, aber nicht jeder, der die Anlage hat, bei dem bricht das auch aus? Vollkommen richtig. Es wird die Veranlagung vererbt. Ob es dann später zur tatsächlichen Erscheinung kommt, ja, das muss nicht sein. Und deshalb können wir nicht wissen, ob wir möglicherweise das in uns tragen. Und was bringt dann aber die Krankheit zum Ausbruch? Weiß man darüber mehr? Es sind sehr unterschiedliche Faktoren. Bei Kindern weiß man zum Beispiel, dass es häufig nach Infektionen, ganz banalen Racheninfektionen durch Streptokokken auftreten kann. Wir also wissen, die Angina? Die Angina kann häufig der erste Eruptionsdruck einer Schuppenflechte sein. Ja. Es kann aber auch ganz andere Sachen wie Stressfaktoren, operative Eingriffe, Erstmanifestation der Schuppenflechte. Ja, alles, was uns oft erschüttert. Man sagt, man ist irgendwie in einer Ausnahmesituation oder in etwas ganz Besonderes und dann plötzlich bricht das aus. Und dann kann man es genauso plötzlich wieder loswerden oder hat man es dann immer? Das Schöne ist, es gibt viele, viele Beispiele. Sie haben einmal Ihre Schuppenflechte über einen bestimmten Zeitraum, anschließend haben Sie über Jahre und Jahrzehnte lang Ruhe. Wobei Sie beim Einzelnen es niemals vorhersagen können. Und dann ist die Ausbreitung ja auch völlig unterschiedlich, von winzigsten Herden bis über den ganzen Körper verteilt. Wir wollen uns mal einen typischen Herd anschauen, um das noch genauer zu analysieren. Und wir sehen ihn also jetzt gleich eingeblendet. Was ist das Typische daran? Dieser Herd zeigt es eigentlich sehr deutlich. Die Haut hat eine verstärkte Schuppenauflagerung. Ja. Darunter schimmert so ein bisschen die Rötung hervor. Mhm. Und Sie sehen an dem Herd eigentlich alles, was in der Schuppenflechte falsch läuft. Ja, was heißt, was läuft falsch? Sie sehen, die verstärkte Verhornung bedeutet, dass einfach die normale Abschilferung der Zellen nicht mehr funktioniert. Ja, und wenn da einer dran kratzt, dann blutet das furchtbar schnell. Und das Ganze ist eben auch sehr trocken. Juckt das eigentlich auch sehr oder ist das anders als bei der sogenannten Neurodermitis, die wir auch besprechen werden? Im Regel juckt die Psoriasis nicht so stark oder gar nicht. Aber wir haben natürlich viele Patienten, die genauso unter dem Juckreiz leiden wie der Neurodermitiker, aber nicht so oft. Und dann gibt es bestimmte Stellen, an denen das nun bevorzugt auftritt. Wir werden auch da gleich ein Bild zeigen. Was sind das für Stellen? Die Prädilektionsstellen sind vor allen Dingen die Streckseiten der großen Gelenke. Hier die Ellbogen im Bild. Ganz typisch. Ja, also da, wo man eigentlich auch Druck ausübt, kann man das so sagen? Absolut. Das ist wahrscheinlich ein unspezifisches Reizphänomen für diese Erkrankung. Also es kann Ellbogen sein, was kann es noch sein? Kniestreckseiten können es sein. Vor allen Dingen, genau. Denn ich meine, gerade bei Kindern, nicht? Da wissen wir ja, wie die Knie oft ramponiert werden, aber auch bei den Erwachsenen. Und dann ist es aber nicht nur eben der Körper, es ist auch der Kopf. Und das ist besonders unangenehm, gerade die behaarte Kopfhaut. Auch da zeigen wir mal ein Bild vom Nacken. Da sehen wir dann auch die einzelnen Herde, wie sie da unten noch den Nacken erfassen. Das ist für die Patienten belastend.
Das sieht vor allen Dingen jeder und damit geht man in die U-Bahn, in das öffentliche Leben und das ist für die Patienten sehr belastend. Ja, und daher natürlich kein Wunder, dass jeder sofort fragt, gibt es was Neues, ich möchte das nun heilen. Können wir schon heilen? Heilen kann auf dieser Erde bislang niemand. Ja. Aber wir können dem Patienten ein hervorragendes Umgehen mit seiner Schuppenflechte in der Mehrzahl der Fälle garantieren. Und worauf kommt denn da primär an? Wir denken natürlich gleich, neueste Forschung, neueste Erkenntnis, das Neueste möglichst schlucken oder eincremen. Ist es das überhaupt? Für die Schuppenflechte ist auch ganz entscheidend eine schöne Hautpflege, weil die Haut ist leicht irritierbar, sie muss gepflegt werden. Und die zweite Phase ist dann die spezifische Therapie der Hautveränderungen. Genau, das halten wir also fest. Das Normale gilt wie für jeden von uns, Pflege und gar nicht erst die große Hightech oder sonst was, aber dann je nach Zustand. Denn eins ist doch immer ganz entscheidend, viel kann genau das Gegenteil bewirken, denn sie ist sehr empfindlich auf Reize, die Haut. Die Schuppenflechte können Sie durch eine unsachgemäße Behandlung reizen und Sie können sie verschlechtern. Genau. Und jetzt gibt es da eine ganze Palette natürlich von Dingen, die je nach Zustand von außen angewendet werden. Und oft werden wir von Betroffenen gefragt, da ist so ein Stichwort Fumarsäure, das sind bestimmte Präparate zum Schlucken. Bringen die nun einen besonderen Durchbruch oder wann kommen die in Betracht? Wie Sie gesagt haben, primär versucht man etwas durch äußerliche Therapien. Ja. Wenn wir aber Patienten haben, die eine sehr schwere Schuppenflechte haben, sehr ausgeprägt haben, Gelenkbeschwerden haben, dann muss man sich überlegen, gibt es eine innerliche Therapie? Und eine von diesen therapeutischen Möglichkeiten, die aber nur für eine wenige Patienten in Frage kommen, ist beispielsweise die Fumarsäure, eine sehr gut wirksame Substanz. Und wenn wir sagen Licht, Wasser, Sonne, was bedeutet das? Wir haben hier künstliche Lichtbehandlung gesehen. Im Rahmen der Therapie der Schuppenflechte heute eine Standardtherapie für die mittel- bis schwere Psoriasis. Ja, also in der Klinik, in entsprechenden Einrichtungen und dann meist nicht nur Licht, auch oft noch wieder noch wirksamer gemacht durch Vorhergabe von Medikamenten, auch das. Und was ist mit der Sonne draußen und mit dem Licht draußen? Das wissen wir. Die Patienten sagen, im Sommer geht es mir deutlich besser. Und das ist einfach das, was wir natürlich in der fotodermatologischen Abteilung nachstellen. Und das werden wir natürlich gleich dann auch noch sehr ausführlich besprechen, wenn wir zunächst aber noch die Neurodermitis kennenlernen. Neben der Schuppenflechte gehört die Neurodermitis zu den häufigsten Hauterkrankungen. Jährlich kommen etwa 400.000 neue Betroffene hinzu. Bei fast 70% beginnt die Krankheit im Alter von 3 bis 12 Monaten. Die Kinder leiden an starken Entzündungen und Juckreiz lässt sie nicht zur Ruhe kommen. Das Gesicht kann betroffen sein, die Füße können leiden. Auch an Armen und Gelenken kann sich Ausschlag zeigen. Was sagt das aber über die Ursache der Neurodermitis aus? Erbliche Veranlagung spielt eine große Rolle. Was passiert im Körper? Mastzellen schütten Histamine aus. Eine Überreaktion führt zur vermehrten Ausschüttung von sogenannten Mediatoren, Botenstoffen. Dabei entstehen Entzündungen. Die Haut verändert sich, sie juckt, rötet sich, bildet Narben. Bei der Neurodermitis spielen die Gene eine große Rolle. Sind beide Elternteile betroffen, liegt die Gefahr für eine Erkrankung des Kindes bei 50 bis 80%. Aber nicht immer ist nur die Haut betroffen, denn die Mastzellen, verantwortlich für die allergische Frühreaktion, finden sich auch in der Lunge und können deren Funktion beeinträchtigen. Das gehört zum Alltag eines jeden Neurodermitikers. Krämen, krämen, immer wieder. Oft sind es teerhaltige Salben, die zur Linderung der Symptome beitragen. Der Juckreiz soll nachlassen, die Entzündungen zurückgehen. Kinder kratzen sich oft unbewusst, auch im Schlaf. Zum Schutz davor dient diese Verpackung der kleinen Patientin. In schlimmen Fällen wird das Kind ganz in Baumwollüberzüge eingepackt. Ich denke, es sieht beängstigend aus. Die Frage, ist das nun auch so beängstigend, dass man da so vermummt sein muss? Wie ist das, Herr Professor? In Neurodermitis muss man keine Angst haben. Ja. Das Interessante ist, dass die Kinder
eigentlich zwar schlimm ausschauen, aber eigentlich subjektiv wenig leiden. In manchen Fällen ist so eine Tuchtherapie sicherlich sinnvoll, aber natürlich nicht als Dauertherapie. Jetzt zum Wort. Neurodermitis, also Dermitis, entzündete Haut. Neuro muss was mit Nerven zu tun haben. Was hat das mit Nerven zu tun? Das ist ja auch sicherlich heute Gegenstand der aktuellen Forschung. Es gibt doch auch Hinweise, dass das neurale System hier wirklich etwas zu tun hat, wobei natürlich auch heute noch nicht ganz klar ist, inwieweit da die Faktoren vorhanden sind. Und Sie meinen damit die Nerven, die auch wir meinen, wenn wir sagen, da geht uns was an die Nerven. Also insoweit Stressbelastungen, große Aufregungen. Aber bei Erwachsenen, da kann man das ja natürlich leichter verstehen. Ist es wirklich so eine ängstliche Übertragung bei den Kindern? Oder sagen wir, wir müssen auch da noch viel lernen? Wir wissen aber, dass Belastungssituationen möglicherweise auf die anders reagiert wird. Ja, bei den kleinen Kindern, und das sind ja doch auch die Mehrzahl unserer Patienten, würde ich diesen Stressfaktor eigentlich nicht so in erster Linie stellen. Da haben wirklich häufige Allergene, vor allen Dingen bei den ganz Kleinen mit schwerer Neurodermitis, die Nahrungsmittel doch eine entscheidende Rolle als Provokationsfaktor. Mhm. Und bei den Erwachsenen, man denkt immer nur an die Kinder. Ist es also hier auch so, dass Neurodermitis auch erst im Erwachsenenalter auftreten kann? Neurodermitis, das sehen wir eigentlich auch neuerdings häufiger, kann auch mit 60 Jahren zum ersten Mal klassisch auftreten. Ja, und stimmt es doch, dass wir aber sagen, wenn es schon bei den Kindern auftritt, gibt es ganz, ganz viele, wo das dann mit der Pubertät oder spätestens im Erwachsenenalter auch wieder verschwindet? Die Hoffnung besteht vor allen Dingen, dass die kleinen Kinder, die es bekommen, so ab dem Alter von 2, 3 Jahren, findet dann schon häufig eine Ausheilung dieser Erkrankung auch längerfristig statt, Gott sei Dank. Und nun haben wir im Film ja schon gehört, auch hier diese Voraussetzung, eine Anlage, eine erbliche Anlage, und dann kommt vieles Verschiedenes dazu. Und da sprachen Sie jetzt von Allergenen. Heißt das auch schon, man kann sagen, Neurodermitis ist eine Allergie, oder wäre das übertrieben? Ich glaube, man muss die Neurodermitis heute in viele, viele Untergruppen unterteilen. Und es gibt einen Teil von Patienten, bei denen tatsächlich ein Allergen aus der Umwelt die Erkrankung immer wieder auslösen und unterhalten kann. Stimmt diese Vorstellung, dass man sagt, es könnten auch durchaus Allergene sein, auf die andere mit einem Heuschnupfen reagieren, zum Beispiel Hausstaub oder Pollen, aber dieser reagiert eben mit der Haut? Das wissen wir heute eindeutig. Ja. Wir haben auch die Möglichkeit, heute durch das Auftragen von Hausstaubmilben zum Beispiel auf die Haut des Patienten ein Ekzem auszulösen. Und das ist für uns auch der klinische Beweis, dass dieses möglich ist. Dieses Verfahren gibt es noch nicht. Ja. Es wird aber vielleicht in den nächsten 1, 2 Jahren dieser sogenannte Atopie-Patch auch dem niedergelassenen Kollegen zur Verfügung stehen. Und bei denen das so fest nicht nachweisbar ist, müssen sie noch nach anderen Auslösern suchen. Und da kann natürlich unser Nervensystem eine Rolle spielen. Da können verschiedene andere Belastungsfaktoren eine Rolle spielen, die wir aber jetzt nicht einzeln schon so deutlich nennen können wie dieses hier. Und nun aber auch die Frage, wir schauen es uns mal an, gibt es da auch bevorzugte Stellen, an denen eben hier diese Hauterscheinungen auftreten? Bei der Neurodermitis sind es vor allen Dingen dann im späteren Alter vor allen Dingen die Beugen, das sogenannte Beugenekzem, was wir hier sehr deutlich sehen. Dort sitzt die Neurodermitis dann im späteren Alter. Also hier die Kniekehle. Ist das einfach möglicherweise das Spiegelbild zur Psoriasis? Bei der Psoriasis haben wir es eben vorne am Knie, beim Druck. Hier haben wir es eigentlich hinten drin. Haben die beiden möglicherweise sogar was gemein? Es gibt ja auch Patienten, die sowohl eine Schuppenflechte als auch eine Neurodermitis entwickeln. Also beide Krankheiten können gemeinsam vorkommen. Ja. Die Beugen kann man vielleicht dadurch erklären, dass hier unsere Hautbarriere eigentlich, wenn man es messen kann, noch deutlich reduziert ist. Das könnte eine Ursache sein. Das wissen ja alle Mütter, die die Temperatur des Milchfläschchens prüfen. Wenn man das in der Ellenbeuge zum Beispiel macht, ist man besonders sensibel. Und auch hier ist die Krankheit ja sehr, sehr häufig. Aber sie kann sich auch über den ganzen Körper ausbreiten. Und sie kann auch wieder auf wenige Herde beschränkt sein. Hier also genauso. Und jetzt, was tun? Die gleiche Frage wie bei der Psoriasis. Ganz wichtig für die Neurodermitis. Die Neurodermitis benötigt eine intensive Hautpflege, die Basistherapie, weil die Haut ist trocken und Sie müssen ihr helfen. Mhm. Wichtig aber zu jedem Therapiekonzept ist heute
Aufdeckung der individuellen Provokationsfaktoren. Das ist unsere Aufgabe. Was ist für den Einzelnen der entscheidende Faktor, warum es zu der Erkrankung kommt? Und die kann sehr unterschiedlich, wie wir besprochen haben, bei den einzelnen Leuten sein. Also die Auslöser, nach denen fahndet man wie ein Detektiv. Es können Allergene sein, es können Aufregungen sein, es können Krankheiten sein. Das muss herausgefunden werden. Es können Nahrungsmittel sein, die auch wieder was mit Allergenen eben zu tun haben. So, wenn man das nun herausgefunden hat, aber dennoch so einfach abzustellen, ist es nicht. Wir wissen, wie häufig Eltern ganz verzweifelt sind. Wie können Sie Eltern mehr Beruhigung geben? Wie können Sie sagen, wir können Ihrem Kind wirklich besser helfen? Wie bei der Psoriasis können wir das Kind nicht heilen. Ja. Aber wir haben heute neben der Aufdeckung von Ursachenfaktoren therapeutische Möglichkeiten, ja, mit denen wir die Erkrankung für das Kind und vor allem auch für die Eltern, ja, erträglich gestalten können. Und wenn das Kind erstmal größer ist oder auch der Erwachsene darunter leidet, gibt es auch Möglichkeiten, Juckreiz ganz anders abzuleiten. Es gibt bestimmte Techniken, damit besser fertig zu werden. Das geht so ein bisschen auch in Richtung Verhaltenstherapie hinein. Es kommt eben hier vieles zusammen. Es ist immer der Mensch ein Ganzes. Und wir haben ja gesagt, die Haut, Spiegelbild der Seele, ist nun einmal für uns insgesamt von großer Bedeutung. Deshalb müssen wir auch den ganzen Menschen behandeln. Und deshalb kann man sich durchaus vorstellen, wie günstig das ist, wenn dieser Betroffene auch in eine andere Situation, zum Beispiel in ein anderes Klima, kommt. Bad Reichenhall, ca. 400 Meter über dem Meer. Der Hausberg, der Predigtstuhl, etwa 1600 Meter hoch. Der Höhenunterschied von etwa 1200 Metern wird genutzt zur Therapie der Hauterkrankten, bei Neurodermitis wie auch bei Psoriasis. Täglich fahren die Patienten mit der Seilbahn hoch zur Bergstation auf dem Predigtstuhl. Hier oben passen sich die Patienten während einer Ruhepause den veränderten Höhenbedingungen an. Die Vorteile: keine Milben und Schimmelpilze, kaum Pollen, weniger Schadstoffe, intensivere UV-Strahlung. Bei der iterativen Hochgebirgsklimatherapie halten sich die Patienten nicht durchgängig in einer Höhenlage auf, sondern wechseln einmal täglich zwischen Tal- und Gebirgslage. Dadurch sollen körpereigene Hormone ausgeschüttet werden, von denen man annimmt, dass sie die Schuppenflechte zurückdrängen können. Wanderungen und Atemübungen trainieren das Herz-Kreislauf-System, stabilisieren den Stoffwechsel und regen das Immunsystem an. Ich habe es jetzt seit 5 Jahren ungefähr und immer wieder starke Schübe, es sind Ausschläge, es juckt furchtbar. Ja, es ist am ganzen Körper, Beine, Rücken und vor allem bei mir sind es auch die Hände, die ständig aufplatzen und da eitern. Also es ist recht unangenehm. Ich bin jetzt 1,5 Wochen hier. Man sieht aber schon gar nichts mehr. Ja, es ist also am Körper, es ist ganz zurückgegangen. Ich kriege Bestrahlung in Bäder und bin jetzt auch zum 8. Mal schon hier oben. Und ja, die Hände halt nur ein bisschen, aber soweit ist es ganz gut schon zurückgegangen. Mhm. Am Anfang sind Sie da sicher mit Cortison behandelt worden? Ja, die ersten 2 Tage. Haben Sie den Eindruck, dass sich das positiv ausgewirkt hat, dass Sie immer diesen Unterschied zwischen Berg und Tal hatten? Ich denke schon, ja. Also die Luftveränderung merkt man unwahrscheinlich, wenn man hier raufkommt. Und es tut auch wirklich gut, man fühlt sich einfach wohl. Und auch das Laufen tut gut hier oben. Als ich noch kleiner war, da hatte ich es nur an den Armen. Aber in letzter Zeit ist es schon am ganzen Körper. Du bist jetzt hier zur Kur, wie lange schon? Seit 2,5 Wochen. Wie hat sich das verändert? Ja, es ist unheimlich gut geworden eigentlich. Wie war das denn an deinen Armen? Wie sah das aus? Ja, das war ziemlich aufgekratzt alles, geschwollen und ja, ist jetzt wirklich besser geworden auch. Und im Gesicht hattest du auch was? Ja, so dicke Augen, geschwollen alles und aufgekratzt. Das war schlimm. Ja. Jetzt bist du zum wievielten Mal hier oben auf dem Berg? Ja, zum 8. Mal jetzt. Die Luft ist hier oben viel besser. Man fühlt sich hier oben wohler, fitter wird man hier. Man hat mehr Lust, sich zu bewegen. Bewegung ist wichtig. Das wird auch in der Klinik unten im Tal weiter praktiziert, zum Beispiel im Sohlebad. Nicht nur das Salzwasser hilft Neurodermitikern und Schuppenflechtepatienten, auch die Übungen bringen den Kreislauf in Schwung und stärken das Immunsystem. Ganz vieles kommt also zusammen, wenn eine solche stationäre Behandlung angezeigt ist. Die Frage nur, und die darf ich gleich an Sie richten, Herr Dr. Antheil, ich begrüße Sie jetzt bei uns. Wann kommt denn eine solche Behandlung für jemanden in Betracht? Also wer wird stationär so behandelt?
Also die stationäre Behandlung, ob jemand stationär aufgenommen wird, das wird vorher durch den Behandler der Hautärzte oder Hausärzte entschieden. Und die Aufnahme in der Klinik oder auf der Klinik erfolgt in der Regel nach einem bestimmten Genehmigungsverfahren. Ja, sind es besonders aber schwer betroffene Patienten? Denn ich meine, natürlich, jedem würde das wahnsinnig gut tun und er könnte da mal hingehen und könnte sich vielleicht das viele einreiben und so auch mal abnehmen lassen, dass es jemand macht. Aber ganz so einfach wird es ja nicht sein. Haben Sie also doch die schwer betroffenen Patienten? Großteil der chronischen Hautkrankheiten wie Schuppenflechte und Neurodermitis können natürlich erfolgreich ambulanter behandelt werden. Das heißt, wirklich die mittelschwere oder sogar die schwere Fälle sollten stationär aufgenommen werden. Ja, und ist nun in Ihrem Behandlungsrepertoire, wenn wir das so bezeichnen, denn es gibt ja eine ganze Palette und wir haben nun auch noch gehört, wie sehr sich das individuell nach dem einzelnen Patienten zu richten hat, das nun ein ganz besonderer Vorteil, den Sie auch als Arzt sehr genießen, dass man sagt, wir können hier ein anderes Element, also klimatische Verhältnisse, einbeziehen. Also ich möchte betonen, dass wir grundsätzlich nach strengen schulmedizinischen Methoden arbeiten und unsere Grundtherapie ist die sogenannte konventionelle, die klassische Therapie bei diesen Krankheitsbildern. Zusätzlich kriegen nach Ausschluss- und Einschlusskriterien bestimmte Patienten diese sogenannte ergänzende, also komplementäre Behandlung. Das heißt, immer wird individuell geprüft, welche Patienten sollten mit der Klimatherapie behandelt werden. Und welche sollten damit behandelt werden? Also erstmal würde ich nach Ausschlusskriterien sagen. Ja, wer darf nicht? Also zum Beispiel Patienten mit mittelschwierigen oder schwierigen Kreislaufproblemen, also sauerstoffpflichtige Asthma-Patienten, dann Epileptiker, dann insulinpflichtige Diabetes, also Zuckerkranken. Und warum schließen Sie die aus? Mit der Höhe hat es ja was zu tun. Ja, mit der Höhe natürlich, beziehungsweise wir möchten alle Risiken ausschließen, die eventuell oben am Gipfel, sagen wir mal, zu uns also kommen könnten. Und was ist aber aus ärztlicher Sicht der Vorteil, dass man so hoch in der Höhe ist bei diesen Patienten? Die allgemeinen Vorteile einer Hochgebirgsklimatherapie sind aus der Fachliteratur schon seit 30, 40 Jahren bekannt. Und diese Vorteile sind zum Beispiel die enorm reine Luft, also quasi kommen keine Schimmelpilze, keine Milben vor, Pollen sind sehr wenig, sogenannte Hausbrandemissionen, also Schadstoffe sind nicht vorhanden, weil dieser Gipfel ist nur per Seilbahn zu erreichen. Ja. Es gibt keine Siedlung, es gab keine Autogase. Ja. Und dazu kommt natürlich die verstärkte Intensität der UV-Bestrahlung und das positive Erlebnis der Patienten. Das heißt, wir haben in dieser Sendung auch darüber gesprochen, dass die Haut ist der Spiegel der Seele. Und hier kommt das besonders zu tragen. Ja. Und sehr herzlich begrüße ich bei uns Frau Professor Schuh. Nun sind Sie ganz speziell Expertin für Klimafragen, also Klimatologin. Und dieses alles bedarf ja auch wissenschaftlicher Forschungen, dass man sagt, gut, nach oben gefahren sind wir schon immer und Allergien haben wir weniger und das tut auch gut. Das heißt, Sie unterstützen diese Möglichkeiten. Wie sind Ihre Erkenntnisse? Ja, also ich unterstütze das absolut und ich muss sagen, es gibt jetzt zahlreiche Studien, wir beschäftigen uns seit vielen Jahren damit und wir haben ganz konkrete Ergebnisse und wissen auch genau, warum diese klimatischen Elemente in der Höhe so besonders gut wirken. Warum? Nun, Herr Kollege Antal hat ja schon aufgezählt, das ist also auf der einen Seite bei den Hauterkrankungen sicher ganz wesentlich im Vordergrund zu sehen, die erhöhte UVB-Strahlung, die man hat. Da
wissen wir, dass die Vitamin-D3-Synthese, also ein bestimmtes Hormon im Körper, stimuliert wird, das wiederum zur Besserung des Krankheitsbildes beiträgt. Und wenn Sie nun UVB sagen, dann kriegen ja alle, die uns sonst zuhören, gleich einen Schreck, weil Sie ja sagen, genau da müssen wir doch so vorsichtig sein, weil das den Sonnenbrand macht, weil wir davor eigentlich uns schützen sollten. Jetzt sagen Sie, es ist ein Vorteil. Heißt es, es kommt wie immer auf die Dosis an? Ganz genau, das ist das Stichwort, es kommt auf die Dosis an. Zu viel ist ganz klar, ist unbestritten, ist schädlich, aber in minimalen Dosen oder genau bis zu einer bestimmten, schon definierten Schwelle, die da eingesetzt wird, ist Sonnenstrahlung sogar gesundheitsfördernd und hat biopositive Effekte, die in diesem Fall zur Therapie eingesetzt werden können. Genau, und Sie sprachen an Vitamin D3. Herr Professor Abeck, das scheint ja überhaupt ein Schlüsselwort zu sein bei der Behandlung auch besonders der Psoriasis. Was ist denn da so Besonderes dran? Ja, das Vitamin D3 hilft letztendlich, die verstärkte Zellproliferationsstörung deutlich zu verbessern. Und dies ist natürlich ein Effekt, den wir auch natürlich in dieser Klimatherapie nutzen können. Also Sie meinen, dieses überschießende, schnelle Zellteilen, das dann zu diesen dicken Auflagen und Ekzemen führt, das wird damit etwas reduziert. Und das kann man nutzen, denn es ist ja letztlich eine sehr natürliche körpereigene Substanz. Und Sie würden sagen, es kann gefördert werden durch diese Sonnenbestrahlung. Was sind die weiteren positiven Aspekte? Also das war jetzt mal Schwerpunkt Psoriasis. Mhm. Sie haben ja auch über die Neurodermitis gesprochen. Und da ist die Klimatherapie in der Höhe natürlich ganz prädestiniert deshalb, weil keine Hausstaubmilben und auch ansonstige Allergene reduziert sind. Mhm. Und alleine die Absenz der Allergene ist schon ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und dann aber sagen wir doch auch Luft. Und jeder von uns weiß doch, wie er das genießt, wenn mal so ein frischer Wind kommt und so angenehm. Ist nicht auch allein dieses Kühlen, Neurodermitiker sprechen doch besonders auf Wärme und das an. Ja, genau. Führen Sie es ruhig aus, was das für ein Vorteil sein kann. Ja, das ist also auch eine ganz wichtige Sache. Ja. Neurodermitiker haben ja eine gestörte Gefäßregulation und neigen mehr zu Vasokonstriktion, also dass die Gefäße festgestellt sind. Also zusammengezogen. Genau. Ja? Und gerade die frische, kühle Luft regt die Gefäße mehr an, ganz einfach jetzt gesagt, mehr zu, auf und zu machen. Und dieser Gefäßspasmus wird abgebaut. Gerade durch den Wind, der noch ein bisschen böig ist, mal mehr, mal weniger, da muss der Körper drauf reagieren. Oder einfach, weil Kühlung insgesamt gut tut, Herr Professor Abbe? Das ist ein ganz bewährtes Prinzip. Etwas, was akut entzündet ist durch einen feuchten Umschlag, weiß jeder, wie angenehm und schnell das funktioniert. Ja, die Frage ist natürlich jetzt dann aber auch noch, wir sagen Licht. Wir haben zwar Sonne schon gesagt, aber jetzt grundsätzlich mal Licht, da unterscheiden wir ja noch. Wenn wir jetzt nicht die Lichttherapie, was ja auch mit dem Wort Licht zusammenhängt, ansprechen wollen im dermatologischen Sinne, sondern das Licht, das in der Höhe existiert, das helle, klare, strahlende Licht, das hat auch ganz tolle Auswirkungen, wie wir eben gehört haben, auf die Psyche. Die Helligkeit, helles Licht stimuliert, stellt einen positiv ein und hat ganz, ganz bestimmt auch eine Auswirkung gerade auf solche schweren chronischen Krankheitsbilder, dass man sich insgesamt wohler und leistungsfähiger und stärker fühlt, gegen die Krankheit anzugehen. Ganz genau. Und bevor ich Sie als Experten aber dann frage, was passiert, wenn ich dann aber wieder nach Hause komme und wenn ich wieder runterkomme, wollen wir zunächst aber erstmal doch Betroffene selber erstmal direkt noch am Ende eines solchen Aufenthaltes hören. Dann können wir darüber ja weiter diskutieren. Herr Schwimmer, wie lange kennen Sie Hauterkrankungen? Schon 20 Jahre. Wie war der Verlauf? Haben Sie 20 Jahre durchgehend Hautbeschwerden oder war es zwischendurch auch mal weg? Es war wieder ein bisschen ruhiger und es wäre stärker gekommen. Sind mal allergologische Untersuchungen durchgeführt worden? Ja, eigentlich gegen Kalk und Zement hat es angefangen. Und dann ist immer mehr dazugekommen. Praktisch, naja, jetzt dann durch die Sonne und das Licht. Krämen gehört auch für erwachsene Neurodermitiker zum Alltag. Hier wird Daniela für ein sogenanntes Okklusionsbad mit Nachtkerzenöl vorbereitet, in dem sie 20 Minuten im wahrsten Sinne des Wortes schweben darf. Wärme und Sohle sollen ihre Haut wieder weich und geschmeidig machen. Der Juckreiz ist jetzt eigentlich ganz weg. Ist momentan nichts, weil keine offenen und keine entzündeten Stellen mehr da sind. Angenehm war die Bestrahlungen und die Ölbäder und auch das tägliche Salben und halt, dass man halt einfach die Ruhe hier dazu hat, dass man es eben machen kann. Also das, denke ich, hilft ganz viel dazu. Ich war 12-mal oben. Ja, die Luft oben ist natürlich recht gut, die Luftveränderung. Und man merkt es vom Allgemeinbefinden her, vom Immunsystem. Und ich denke, dass das eben auch dazu beiträgt, dass die Haut eben schneller abheilt.
Gucken Sie zu mir. Von den einzelnen Patienten wird mit einem sogenannten Fotofinder eine Verlaufsdokumentation angelegt. Damit werden die Stadien der Erkrankung und des Heilungsprozesses festgehalten und sind jederzeit wieder zum Vergleich verfügbar. Was doch noch extrem ist, sieht man sogar nicht. Zur Veranschaulichung: links das Gesicht im akuten Krankheitszustand, rechts nach der Abheilung. Jürgen Krumey hat wegen seiner Psoriasis schon viele Heilversuche unternommen. Aber sie ist immer wieder aufgetreten. Und oft schlimmer als vorher. Doch er gibt die Hoffnung nicht auf. Wann hatten Sie zum ersten Mal Hauterscheinungen? Mit 19. Mit 19 Jahren fing es an. Hm? Wie ging es dann weiter? Hatten Sie ständig Hauterscheinungen oder gab es auch Intervalle, wo Sie völlig erscheinungsfrei waren? Erscheinungsfrei war ich eigentlich nur dann nach Behandlung, das heißt ambulant oder stationär in Krankenhäuser oder Reha-Zentren, aber ansonsten immer. Welche Therapien sind durchgeführt worden in dieser Zeit? Verschiedene. In Reha-Zentren mit UV-Licht und Salzwasser, das war eigentlich immer und auch bis jetzt das Beste, was ich mitgemacht habe. Haben Sie schon mal an einer Hochgebirgs-Klimatherapie teilgenommen? Nein, noch nicht. Bisher noch nicht. Sind die Gelenke mit betroffen? Nein, Gott sei Dank nicht. Sind die Nägel betroffen an den Händen und Füßen? Ja. Wie lange sind die Nägel betroffen? Seit ungefähr 3-4 Jahren. Gibt es in der Familie jemanden, der Schuppenflechte hat? Ja, mein Bruder. Ah ja, noch mehrere Mitglieder? Nee. Nicht. Wie beeinträchtigt Sie die Schuppenflechte so in Ihrem Leben? Stark. Und zwar also ins Schwimmbad oder so kann ich gar nicht gehen. Und ansonsten, ich halte mich halt viel zurück. Zu den obligatorischen Therapiemethoden bei der Schuppenflechte gehören auch hier Bäder der betroffenen Hautstellen mit Moor. Die Mineralstoffe des Moors sollen helfen, die Haut zu heilen. Lichttherapie. Sie kann auch an den Finger- oder Fußnägeln helfen. Bestrahlungen mit Licht zählen zu den erfolgversprechendsten Therapiemöglichkeiten bei Schuppenflechte. So auch diese tägliche Haarpflege mit der Lichtbürste, wenn auch die Kopfhaut befallen ist. Solebäder mit einem hohen Salzgehalt von etwa 26%, entsprechend dem Salzgehalt des Toten Meeres, haben unbestreitbare positive Wirkung auf die betroffenen Stellen. Herr Krumey, was für ein Gefühl ist es hier in diesem Solebad? Ja, am Anfang ist es ein Brennen auf den Herden, 26% Salzgehalt, das ist schon enorm. Und danach spüren Sie schon eine momentane Linderung? Ja. Wie lange hält die vor? 5-6 Stunden. Danke. Auch Jürgen Krumey erhofft sich viel von der täglichen Berg- und Talfahrt. Meine große Hoffnung ist, dass ich mal über längere Zeit, sprich ein, vielleicht auch 2 Jahre, mal erscheinungsfrei bleibe. Mhm. Haben Sie jetzt bewusst diese Hochgebirgsklimatherapie gewählt? Ja, wie gesagt, ich habe schon einiges versucht und es ist immer was Neues und ich hoffe, dass es was bringt. Ja, es ist die große Hoffnung und in der Tat sicher ist der Erfolg nicht. Es gibt immer wieder Therapieversager. Man kann das eigentlich gar nicht verstehen. Warum ist das so, dass einige Patienten da nicht drauf ansprechen? Das ist so, dass bei allen Therapieverfahren rechnet man mit einer gewissen Quote, das heißt eine hundertprozentige Abheilung oder sogar Verbesserung kann man nicht erwarten. Und wir haben auch in diesem Therapiebereich auch das Problem, dass etwa 10-20% der Patienten reagieren einfach nicht entsprechend unserer Erwartung. Ist das eventuell bei den Psoriatikern eher zu erwarten als bei den Neurodermitikern? Weil bei den Neurodermitikern haben wir doch diese deutliche Beeinflussung durch Allergene, bei Psoriatikern ja doch viel weniger oder eigentlich nicht. Kommt daher diese Fraglichkeit des Therapieerfolgs?
Jawohl, also ich würde sagen, dass eher bei Neurodermitis-Patienten erwarten wir eine Besserung, gerade dadurch, dass die Luft also einmalig rein ist. Das heißt, fehlen vollständig oder fast vollständig die Allergene, die allerdings bei Psoriatikern überhaupt keine Rolle spielen. Das müssen wir eindeutig sagen. Ja. Aber, Entschuldigung, weshalb bei Psoriatikern doch eine Verbesserung erwarten, ist damit zu erklären, dass die Psoriasis gehört auch zu den sogenannten psychosomatischen Erkrankungen, wobei die Psyche die positive Stresssituationen, die positive Erlebnisse auch eine positive Wirkung auslösen können. Da müssen wir natürlich jetzt sehr aufpassen, weil natürlich viele sich jetzt ganz vehement wehren werden, damit wir nicht missverstanden werden. Durch Stressbelastung kann sie sich oft verschlimmern oder wieder neu ausbrechen, aber die Ursache liegt nicht im Psychischen. Bei der Psoriasis sicherlich nicht, nein. Ja, ganz klare Aussage, halten wir auch fest. Kommen aber jetzt mal zu den Erwartungen. Wenn man das nun alles macht und man vielleicht wochenlang ja auch von zu Hause weg ist, man möchte doch auf lange Zeit Linderungen Erfolge. Wie sieht es denn mit den Langzeitergebnissen aus? Die sind bei der Hochgebirgsklimatherapie recht gut. Und zwar, es gibt Studien aus großen Kliniken, die sich mit Hochgebirgsklimatherapie schon sehr viele Jahre befassen und beschäftigen und diese durchführen. Und die haben nachgewiesen, dass bis zu 70% der Patienten noch ein halbes Jahr nach dieser Klimatherapie eine reduzierte Beschwerdehäufigkeit haben. Also eine deutliche Besserung, die doch ein halbes Jahr ungefähr erhalten bleibt. Und welche der Patienten? Mehr die Psoriasis-Patienten oder mehr die Neurodermitis-Patienten? Also aus meiner Kenntnis dieser Hochgebirgsklimatherapie würde ich jetzt gar nicht diese starke Abstufung zwischen Psoriasis und Neurodermitis machen. Mhm. Auch der Akuteffekt ist auch bei Psoriasis sehr deutlich und sehr schön zu sehen. Mhm. Und diese Zahlen, die ich gerade nannte, sind für beide Gruppen von Patienten mit den Langzeiteffekten gefunden worden, wobei Langzeit bei den Neurodermitikern vielleicht sogar eher etwas eingeschränkt werden müsste, weil die mit dem Allergen ja, wenn sie Hausstaubmilbenallergiker zum Beispiel sind, zu Hause sofort wieder in Kontakt kommen und dadurch dann doch eher wieder eine Verschlechterung zustande kommt. Genau, und dennoch müsste man den Effekt mal analysieren und sagen, gut, wenn ich mich aber richtig mal erholt habe und bin auch wirklich entspannt, kann ich vielleicht noch wieder etwas meinem Allergen widerstehen oder könnte man sich so erklären? Ja, wobei auch ganz entscheidend ist, dass natürlich zu Hause diese intensive Hautpflege, die ja auch hier sehr schön rausgearbeitet wurde, weitergemacht wird, dass man einfach nicht sagt, jetzt brauche ich nichts mehr, es kommt ja dann automatisch wieder, sondern dieser super Effekt, der hier erzielt wird, muss gehalten werden. Mhm. Und die andere Sache, wir wollen ja immer die Diagnostik nicht vergessen. Und wenn ich Hausstaubmilben erkannt habe, habe ich heute hervorragende Möglichkeiten, in meinem häuslichen Bereich am Arbeitsplatz diesen Hausstaubmilben aus dem Weg zu gehen. Und noch etwas, was wir nicht vorhin noch erzählt haben. Wir haben ja die vielen verschiedenen Faktoren, die beim Klima ja auch zusammenwirken. Und da haben wir über Sonne ja auch gesprochen. Und Lichteinwirkungen in diesem Sinn, UVB-Strahlen insbesondere, hatten hier von Vitamin D3 gesprochen, dass da die Zellteilungshäufigkeit reduziert wird, aber es gibt noch einen weiteren Effekt. Für die Neurodermitis ist ganz entscheidend, das wissen wir sehr schön aus dem Labor, dass natürlich eine bestimmte Zelle, die Langerhanszelle, die ja für die Unterhaltung der allergischen und der Entzündungsreaktion verantwortlich ist, unter auf UVB natürlich deutlich reduziert wird, unterdrückt wird. Aber muss ich dafür extra ins Hochgebirge fahren oder wäre jemand, der sagt, ich gehe jetzt im Sommer auch wieder baden? Sie sagten ja an sich wieder mal an die Luft und an das Licht und die Sonne gehen, würde da durchaus dieselben Ergebnisse vielleicht bringen können. Sicherlich, wobei natürlich der Qualitätsfaktor natürlich im Rahmen des Hochgebirges natürlich der Anteil natürlich deutlich überwiegt und das ist natürlich ein Effekt, den ich natürlich im Hochgebirge eher erziele. Wir müssen natürlich ganz unbedingt, aber das mache ich erst nach unserem nächsten Film, darüber sprechen, wie viel dann wirklich noch gesund und vertretbar ist und wo die gleichen Einschränkungen kommen wie bei anderen Menschen. Eine konkrete Frage noch. Wir haben vorhin diese Moorhandbäder gesehen bei unserem Psoriasis-Patienten. Wogegen sind die gedacht? Also Moorbehandlung ist natürlich nicht für die Grundkrankheit, nicht für die Haut gedacht, sondern ausschließlich für Gelenkprobleme, das heißt sogenannte psoriatische Arthropathie, das heißt die Gelenkbeschwerden sollten mit Moor behandelt werden. Genau, denn wir hatten im Film also gehört,
bei der Psoriasis kann es einfach sein, dass die Krankheit sich nicht nur auf die äußere Haut beschränkt, sondern dass auch Gelenke befallen sind. Dafür war das gedacht. Und jetzt möchte man sich auch ein bisschen mal was erklären. Da sagen manche, ja, es wirkt bei mir ja fast wie Cortison. Also wie soll man sowas verstehen, Klima in dieser Beziehung? Also da sind wir erst in den Anfängen der Forschung. Wir selber haben Untersuchungen gemacht über den Cortisolspiegel in der Höhe während einer Hochgebirgsklimatherapie. Beim Kollegen Antal wird ja diese Bergtalfahrerei untersucht. Man ist aber noch in den Anfangsstadien. Man kann sich vorstellen unter Umständen, dass es durch den Stress des Höhenwechsels zu einer vermehrten Cortisolausscheidung kommt oder Ausschüttung kommt. Ja. Und dadurch hätten wir wieder diesen therapeutischen Effekt, der eben durch die Cortisonanwendung bei der Psoriasis hervorgerufen wird. Und da gibt es natürlich Widersprüche, weil wir ja sagen, gerade Stress bringt das ganze Krankheitsbild immer so zu einer negativen Beeinflussung. Und hier wollen wir jetzt Stress haben. Also das wird jetzt verwirrend. Weil ich glaube, es gibt halt einen sehr positiven und einen negativen Stress. Und ich glaube, was wir hier erleben, ist eher deutlich überwiegend der positive Stress. Sehr gut. Also diese Erklärung brauchten wir jetzt ja schon. Denn es ist auch das Stichwort nun doch Cortison. Und da schreit immer gleich jeder auf und sagt, um Gottes Willen. Ist es immer um Gottes Willen oder heißt es wieder gezielt und richtig ja, aber natürlich nicht, wenn es nicht nötig ist? Sie haben vollkommen recht. Wichtig ist keine systemische Cortisongabe, also nicht, dass man es einnimmt. Mhm. Ja, wir haben aber heute, das darf man nicht vergessen, der Arzt hervorragende Cortisonpräparate zur Verfügung, die wirksam sind, aber die Nebenwirkungen, vor denen die Leute ja Angst haben, diese Hautverdünnung, nicht mehr aufweisen. Und wir müssen mit dem Patienten klären, wie er die Sachen einsetzt. Er bekommt die Tube nicht mit nach Hause und kommen Sie mal in drei Wochen wieder. Das ist alles obsolet. Heute wird genau besprochen, wann das Cortison eingesetzt wird, in welchen Zeiträumen, wie er wieder vom Cortison wegkommt. Und das ist die Aufgabe für die ambulante Therapie. Ja, also es muss natürlich eine ganz enge, systematische Zusammenarbeit zwischen behandelnden Ärzten und Patienten geben. Und wenn es Erfolg haben soll, dass man auch in schweren Fällen in solche stationären Einrichtungen geht, dass eben zu Hause wieder alles weitergemacht wird, was auch zu dieser alltäglichen Pflege gehört. Jetzt können wir aber nicht nur ganz nach oben gehen, ins Hochgebirge, wir können selbstverständlich auch Meeresklima nutzen. Das Meer, die See und die Sonne. Neben dem Hochgebirge natürliche Heilmittel bei Hauterkrankungen. Auch hier kommen die Faktoren zusammen, die helfen, den Betroffenen von Schuppenflechte und Neurodermitis zu befreien. Wenn auch nicht für immer, so doch oft nachhaltig für längere Zeit. Neben dem Salz ist die UV-Strahlung, vor allem UVB, hier verantwortlich für einen günstigen Heilungsprozess. Das Tote Meer. Hierher kommen viele Menschen, die unter Schuppenflechte leiden und keinen anderen Ausweg mehr sehen. Der tiefste Punkt der Erde, 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Hier ist die Intensität der UV-Strahlung abgeschwächt. So können auch Sonnenempfindliche länger in der Sonne bleiben. Die allergenfreie Wüstenluft und das Meerwasser mit dem höchsten Salzgehalt tun ein Übriges, die Schuppenflechte abheilen zu lassen. Also wir hatten erstmal alle Salben und Cremes durchprobiert, dann hatten wir die milcheiweißfreie Ernährung, dann hatten wir zwei- oder dreimal Cortisontherapie, dann hatten wir zwei Kuraufenthalte, die ebenfalls mit Salzbädern und UVA-Bestrahlung und Zinkbehandlungen, also mit Zinksalben und so weiter und Cremes, also die teilweise Erfolg hatten, aber die Dauer war nur sehr kurz. Also es hat immer 4 oder 6 Wochen gedauert, dann kam schon wieder der nächste Schub. Und so ging es jetzt 2, 3 Jahre. Urlaub macht hier fast niemand. Je nach Krankheitsbild gibt es bei 70 bis 90% der Patienten nach 4 Wochen eine deutliche Besserung, die im Schnitt mindestens ein halbes Jahr anhält. Man kann praktisch unheimlich viel von dem hier mitnehmen und es bringt auch unheimlich viel, wenn man mit Gleichgesinnten zusammen ist. Man erfährt eigentlich immer Positives, zugleich natürlich auch Negatives, aber es bringt unheimlich viel für einen selber.
Das kann man nun wirklich verstehen. Mit gleichermaßen Betroffenen zusammen zu sein, das stützt nicht nur die Heilung der Haut, sondern hilft der Seele, also dem ganzen Menschen. Und jetzt erstmal die Frage, Salz, Sonne, dass das sehr hilfreich zusammenwirkt bei Psoriasis-Patienten, hat man das ja immer schon gehört. Aber wie sieht es eigentlich bei der Neurodermitis aus? Herr Professor Abeck, wenn ich an das Kind denke mit der Neurodermitis, also das juckt mich schon bei dem Gedanken, dass das in das Salzwasser soll. Diesem Kind würde ich es auch nicht empfehlen, weil man sicherlich davon ausgehen kann, dass sich das sehr stark juckt. Hier wäre dann das Ölbad sicherlich der bessere Faktor, um die Rückfettung der Haut zu erzielen. Und kommt überhaupt Salz für Neurodermitis in Betracht? Interessanterweise vertragen es manche Patienten, wobei die Konzentration niemals die Stärke erreichen kann, wie sie im Rahmen der Schuppenflechte eingesetzt wird. So, wir haben besprochen, so 5% wird vielleicht toleriert, aber man muss das individuell immer erstmal schauen, ob es wirklich so gut vertragen wird. Kann man irgendwie voraussagen, Frau Professor Schuh, für wen es günstiger ist, in ein Hochgebirgsklima zu gehen oder für wen es besser ist, ans Meer zu gehen und dann entweder in die Kühle, zum Beispiel an der Nordsee oder hier am Toten Meer ist ja manchmal ganz schön heiß, aber eben sehr viel Salz. Ja, das kann man ganz konkret sogar voraussagen. Also wir unterscheiden wieder Psoriasis und Neurodermitis. Wenn ich bei den Psoriatikern jetzt erstmal anfange, da ist das Hochgebirge insofern vorzuziehen, weil fast ganzjährig dort die nötige UV-Strahlung vorhanden ist, um das Krankheitsbild zu beeinflussen. Meer geht auch, Nordsee, Ostsee, aber nur im Sommer. Ja. Somit ist da eine Beschränkung. Bei der Neurodermitis ist es so, dass in beiden Fällen, jetzt Hochgebirge oder See, die Lokalklimate eine Rolle spielen. Und zwar müssen die Patienten in eine Gegend, dort dann speziell, in der eben wenig Pollen vorkommen. Da spielen Luftverfrachtungen eine Rolle. Also an der See muss der Patient an eine Stelle, die vom Seewind sehr betroffen ist, im positiven Sinne betroffen ist. Und im Hochgebirge hat der Neurodermitiker dann den enormen Vorteil, den es woanders nicht gibt, dass es dort ab 1200 Meter praktisch keine Hausstaubmilben mehr gibt. Und nun aber auch wieder zum Umgang. Und wir sprechen nun wiederum Sonne. Herr Dr. Antal, wie begrenzen Sie denn nun die Bestrahlungszeiten und damit wir die Risiken abwägen? Denn wir wissen ja alle, zu viel Sonne, Gefahr, Hautkrebs. Und das trifft für die künstliche Sonne genauso zu wie die aus der Natur. Das heißt, gibt es ganz bestimmte Vorschriften, wie lange man nur da sein kann? Schauen Sie sich genau den einzelnen Hauttyp an, denn natürlich nicht jeder Neurodermitiker und Psoriatiker hat auch den gleichen Hauttyp. Also wo, nach welchen Kriterien gehen Sie da vor? Also die Dosierung des Lichtes ist individuell, muss eingestellt werden. Die Globalstrahlung bzw. die überhaupt die Messung der Strahlungsintensität ist eine Voraussetzung einer solchen Therapie, was allerdings also bestimmte technische Voraussetzungen hat. Wir müssen davon ausgehen, dass die Intensität der UV-Strahlung über 1600 Meter wesentlich höher ist als am Flachland und nicht vergleichbar mit der künstlichen Bestrahlung. Aber eine ganz exakte Angabe, wie viel, das können wir insofern nicht formulieren. Und dann ganz wichtig, wenn es um die Lichtbehandlung geht, sind da Ausnahmen zu machen, wenn es um Kinder geht, auch insbesondere was die künstlichen Lichtquellen anbetrifft? Das ist uns ein sehr großes Anliegen. Wir wissen heute eigentlich über die schädlichen Einflüsse der künstlichen Strahlensysteme schon gut Bescheid. Wir wissen vor allen Dingen auch noch nicht ganz genau, wie lange es eigentlich braucht, um bestimmte Schäden zu induzieren. Sodass wir sagen, bei Kindern vermeiden von zusätzlichen künstlichen Bestrahlungen. Genau, aber draußen in der Sonne, und da sagt die Klimatologin auch, lass die Kinder spielen. Aber sicher. Ja. Ich muss mich jetzt schon bei Ihnen bedanken. Die Zeit ist abgelaufen. Und ganz herzlich danke ich Ihnen nämlich für die Aussagen, die ganz bestimmt Betroffenen, die uns heute zugeschaut und zugehört haben, Hilfe gebracht haben, neue Erkenntnisse. Und eines wissen Sie, das Wichtigste ist das, was Sie zu Hause täglich tun, die richtige Hautpflege. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.